Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Doch, Moment, was höre ich da? Let's get ready to... Die Wrestling-Saison hat begonnen. Und zwar mit dem neuen Set, was bald erscheinen wird auch auf meinem Kanal. Freut euch drauf, wird mega geil. Aber erstmal mit einer Promobox. Und zwar mit der Turmhoher Platscher GX Collectors Edition. Im Tag-Team-Format. Und genau so ist es, Leute. Wir werden heute diese wunderbare Box öffnen mit den neuen Tag-Team-Karten. Ich hab's nicht getroffen. Tag-Team-Karten. Ich bin echt gespannt auf die neue Edition und freue mich tatsächlich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, diese Box wollen wir natürlich gesponsert von Gate to the Games. Den Shop der Shops. Heute mal im coolen Mafia-Style. Ich hoffe, es gefällt euch. Aber ne, ja, wie gesagt, Gate to the Games, schaut gerne in den Shop vorbei, der Sponsor meines Vertrauens, könnt ihr gerne abchecken und Pokémon, Boxen, Karten, Displays, Booster, Einzelkarten, Plüschtiere, Figuren, was es nicht alles gibt, zu kaufen. Mega geil, mega korrekt und ich würde sagen, wir öffnen diese Box und schauen einfach mal, wie diese neuen Karten aussehen, denn ich habe selber noch keine davon in den Händen gehabt. Und wie gesagt, das neue Set kommt raus am 1. Februar und ich werde es auf YouTube hier schon ein paar Tage vorher öffnen. Also, schaut auf diesem Kanal vorbei. Es wird insane. Es wird insane. Okay, wie öffne ich diese Box, ohne sie zu zerstören, da ich noch ein Thumbnail machen muss? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hey, es hat geklappt. Thumbnail erledigt. Ich würde sagen, wir öffnen das Ding und schauen einfach mal rein, was wir hier haben. Wir haben diese vier Booster hier drin mit Echo des Donners, Stunde der Wächter, Echo des Donners und Ultra Prisma. Goldkartenhand, meine Damen und Herren. Ich bin sehr gespannt, aber auf das, was ich wirklich gespannt bin, ist die Promokarte von heute. Diese Karte ist mit die stärkste Pokémon-Karte, die es seit langem gab. Ich meine, die Karte hat 300 KP. 300! Glurak war damals das stärkste Pokémon, es hatte 120. Jetzt sind wir bei 300. Ja moin, haut rein! Super krasses Design erstmal, by the way. Mit dem Wailord, was eh ein starkes Pokémon von der KP-Anzahl ist. Und dann so ein Mini-Karpador, was einfach dort chillt und sich sagt so, Bruder, bitte verschluck mich nicht! Ja, das wäre, glaube ich, echt ganz gut. Da haben wir noch das Tag-Team, das neue Design mit dem... Mit dem Ringmuster. Ich denke mal, dass es so eine Art Wrestling-Ring oder ähnliches darstellen soll. Finde ich auf jeden Fall super stark. Super Platscher. Also 180 Schaden. Das ist sehr stark. Das ist wirklich sehr stark. Dann haben wir noch hier den Turmhoher Platscher GX. Okay, ich lese mal vor. Wenn an dieser Karte mindestens 7 extra Energien angelegt sind, zusätzlich zu den Kosten der Anzahl, fügt diese Attacke jedem Pokémon auf der Bank des Schadens 100 Schadenspunkte zu. Wenn eine Schwäche und Resistenz bei Pokémon auf der Bank nicht an. Du kannst pro Spiel nur eine GX-Attacke. Das ist broken. Das ist broken as fuck. Ja moin, schöne Karte. Gefällt mir, wie gesagt, in der wunderbaren Box, die ihr bekommt. Bei Gate to the Games bekommt ihr auch eine riesige Karte, die ihr euch irgendwo hinlegen könnt. Die ist auch cool. Gefällt mir. Finde ich stark. Aber ja, sehr geil. Ich bin gespannt auf die Tag-Team-Karten. Ich habe noch nicht alle gesehen. Einige habe ich gesehen mit Bisaflor und Celebi. Die Karte wird gepullt. Freut euch drauf. Das wird sehr nice werden. Aber ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, was wird ziehen werden? Was für geile Packs wird ziehen bekommen? Und dies und das und dies und das. Ich bin sagen, wir öffnen Echo des Donners. Hoffen wir auf ein Zeraora Rainbow. Weil das ist auch noch eine Karte, die ich unbedingt haben mag. 1, 2, 3, 4. Und dann schauen wir einfach mal, ne, ob wir heute noch Pack Luck bekommen in den Tag Team Boxen. Aber keine Panik auf Titanic, wir werden auf jeden Fall noch die anderen Sets aufmachen, wie Majesteter Drachen und sonst was, wenn Tag Team rauskommt. Lavita mit dem Bau seiner Familie, Tangela, Ninkada, Potroton sein, Bumblebee. Leider nicht, hier der Bumblebee aus Transformers, der jetzt einen neuen Film hat mit... Leute, die John Cena Witze und alles, die müssen jetzt kommen. Wir haben jetzt Tag Team Feeling. Tag Team heißt das Set. Und Tag Team ist ja wohl so ziemlich das Wrestling des Todes, ne? Also die, ihr wisst ja, was Tag Team ist. Die klatschen sich ab und dann geht's los. Von daher, komm, Tag Team. Das gerade war eine ganz normale Rare. Wir wollen jetzt hier aber eine Holo haben, komm. Eine wunderbare Holo. Komm, ich will jetzt eine Holo haben. Und dann im nächsten Set eine GX. Jawoll, gecallt! Eine Holo Dialga, let's go! Ich hab's gesagt, ich will eine Holo. Und da war sie. Da war sie.
Ah, sehr geil. Zeit zurückdrehen. Drehen wir die Zeit zurück. Cool, die Zeit wurde zurückgedreht, aber das Pack ist trotzdem weg. Von daher öffnen wir Stunde. Da wäre ich da mit Capo Ricky drauf. Capo Ricky, zeig uns, was du ja, in dir drin hast. Wie gesagt, jetzt können die GXs kommen. Capo Falla wäre super nice, wenn wir die jetzt noch ziehen sollten. Denn Capo Falla ist eine sehr teure und sehr schöne und sehr anmutige Karte. Von daher, Viscora, Valmar, Schmerbe. Oh mein Gott, Metagross GX in der Full-Art-Version. Let's go! Gate to the Games, Gate to the Luck. Die haben mir die Karten reingepackt. Woo! Dieses Gedicht stand in den Kommentaren. Danke für den Hinweis. Holy shit, das ist eine geile Karte. Und ich glaube, die habe ich auch noch nicht gepult. Let's go! Also ich muss sagen, das ist lit! Drei Booster. Eine Holo, eine Full Art und eine geile Promokarte. Bisher, Ausbeute, lit as hell. Und wir haben noch... Ultra Prisma! Komm schon, mach dich unsterblich. Hashtag Zero Gold, Leute. Der Hashtag ist real, ne? Sobald ich eine Goldkarte ziehen sollte, werden die Haare gold gefärbt. Stay real. Ich sag's euch, das bleibt doch so. Alola Vulpix, Alola Dicta, Cynthia und Aranestro. Aber ist okay, ich bin absolut fein mit der Ausbeute, Leute. Was sollen wir denn großartig sagen? Wir haben eine Holo gezogen, die wunderbare Full Art und die Detect Team Wylord Karte. Das ist mehr als lit, würde ich sagen. Meine Damen und Herren, schaut gerne bei Gate to the Games vorbei. Schaut gerne mein Merch Shop vorbei. Das ist nicht mein Merch, aber den habt ihr eingeblendet, den Merch. Der ist eh immer cool und fresh und trendy und alles. TCG wird krass auf diesem Kanal in den nächsten paar Wochen werden. Ich sag's euch, es wird insane werden. Wir werden Livestreams haben, wir werden Openings haben, wir werden die neue Edition haben. Wir werden auch wieder Hand for the Gold haben. Wir werden auch Hand for the Shiny Cards haben. Ich habe noch ein paar Displays in Japan bekommen heute. Wird insane werden. Freut euch drauf, es wird das absolute geilste ever werden. Freut euch drauf, es wird ultra krank. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Bis nächstes Mal. Macht's gut und tschüss.